Willkommen bei Elex. Ja, hi, ihr Lieben. Ja, gut, wir sind richtig gut. Wir sind die Besten. Wir haben irgend so einen Arx-Typen. Wir haben hier, ihn haben wir, unseren Duras. Und wir hätten eigentlich jetzt sofort noch einen Job zu erledigen. Und zwar haben die Setzer Hunger. Und da gucken wir jetzt mal eben schnell, ob wir das da irgendwie hinkriegen. Licht ins Dunkel. Ach so, ja, das machen wir da direkt danach. Hier. Dum. Nachschub für die Setzer, ja. Das wäre dann direkt hier unten. Ach, schaut her. Zwei Händler haben wir markiert. Wir haben den Persönlichkeitslehrer Sinder markiert. Schön. So, jetzt sehe ich natürlich hier nirgendwo. Doch, da ist Arx. Krass. Sehr schön. Also bleibt Arx an seiner alten Stelle. Warum auch immer. Nee, Quatsch. Der hat sich bewegt. Der hat sich bewegt. Sind das die Ruinen? Okay. Und wir müssen hier runter. Ja, den Weg werden wir einfach so bestreiten. Ach, da schau her. Ich habe da auch einen Händler. Ich dachte, ich hätte nur den Überlebenslehrer. Ach so, der ist direkt mit Händler. Habe ich das andauernd übersehen? Das war doch... Egal. Duras, komm, lass uns gehen, Mann. Wir müssen irgendwo hin, denn da ist was, was auf uns wartet. Hungrige Mäuler. Hungrige Mäuler wollen gestopft werden. Ach so, nee, da wollen wir nicht längst. Gut. Eigentlich könnten wir jetzt auch im Rückweg hier auch mal der Wache mal kurz für 5 Cent Bescheid sagen. Oh, Duras, du kannst ja doch damit umgehen, mit das Ding. Das ist gut. Ich glaube, auf einem ähnlichen Weg bin ich da auch hingekommen, ne? Ganz zu Anfang irgendwie. Oh, das ist aber auch... wieder mal so eine Reinhold-Messner-Angelegenheit hier. Ganz schön heftig. So. Außerdem recht interessant. Also hier diese aufgebrochene Erde. Sagt ja, dass hier irgendwas passiert ist. Eventuell sowas wie ein Elex-Ausbruch, Umbruch. Und wo diese Fahnen stehen, also da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, was das auf sich hat und welche Fraktion welche Fahnen hat. Da habe ich jetzt echt noch kein Auge für gehabt bei dem ganzen Gedöns, das ich hier um Ohren hatte. Aber cool, dass wir hier lang sind. Wer kommt denn auf die Idee, hier sein Elixit liegen zu lassen? Ich meine, nett von ihm, auf jeden, oder ihr, auf jeden Fall. Okay, da drüben sind einfach diese Mana-Schreine. Da ist eine Ruine. Da hinten ist der Weltenbaum. Wow. Ja, alles klar. Wow. Wenn das jetzt mal kein Abstieg war, weiß ich es nicht. Gut, da hinten ist irgendwas Böses. Duras? Duras schafft das nicht. Doch! Yeah! Hallo, Kumpel! Gut gemacht, Mann! Moment, wir gucken uns das hier jetzt mal an. Aber ich glaube, hier habe ich schon aufgeräumt, oder? Oder? Okay, Lebenssaft. Nehmen wir mit. Lustig, diese halbe Schaufensterpuppe da. Könnten wir pennen, aber wir nehmen dann doch lieber mal ein bisschen Lebenssaft mit, denke ich. Cool. Was ist Lebenssaft, bitte? Ab ins Inventar. Aha. Was? 100 Gesundheit? Okay. Ja gut, dann kriegen wir auch noch einen Malus. Also ein Bonus, glaube ich, ist das. Auf die Erfahrungspunkte für 25 Sekunden. Das ist keine kurze Zeit. Also wenn man da vor so einem Raptor steht, können das 25 Tode sein. 25 mal die Einblendung. Ende. Guck mal, da hinten ist ein Huhn. Testen wir doch mal unsere neue Waffe. Ich habe die Heiltränke auf dem anderen. Oh, das war schlecht. Ich hätte jetzt... hätte ich hier parieren drücken müssen.
mal hier. Ach, alter Schwede, gut gemacht, hör mal. Wirklich. Nee. So, ich wollte eigentlich mal hier ran. Aber war interessant jetzt mal zu sehen, okay. Wir können uns halt immer bei unseren Gefährten, wie eigentlich immer, über unseren Beziehungsstatus informieren. Da haben wir so einen freundlichen Raptor. Und daraus resultiert ja normalerweise dann auch ein bisschen die Motivation unseres Partners. Und wie gut der kämpft. Ich glaube, in Fallout habe ich es wirklich schon geschafft, dass mich, also in Fallout 4, dass mich da, glaube ich, jemand verlassen hat. Hat mich einfach verlassen. Ja, da war er weg. Teleporter. Yeah! Flussdelta, okay, cool. Oh, ach, guck mal, da drüben ist Metallschrott. Das sieht immer so aus wie so ein Trangia-Kochgeschirr. Also ich hoffe, ich habe jetzt keine unnötige Werbung gemacht. Aber das ist immer das einzige coole, wahre Kochgeschirr, das ich kenne. So für Camping. Da hat man dann so ein paar Töpfchen und ein Kesselchen. Und da kommt man dann schon mal mit klar. Da kann man sich auch schon mal lange Teigwaren mit Tomatensauce machen. Die können natürlich auch lockig sein, die Teigwaren. Eigentlich jede Form haben, das ist egal. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, wir sind da. Hier hinten war gerade Kampfmucke, aber hat sich bestimmt Durastro gehört. Finde ich cool, so ein Klingon an der Seite zu haben. Weltenherz. Mit ihnen werden wir die Welt heilen. Ein Herz nach dem anderen. Alles gefallen lassen. Also diese Weltenherzgeschichte, die finde ich echt stark. Bist du dir sicher? So, mit denen können wir gar nicht reden. Oh, meine Stiefel. Also diese Überzeugung, so ha, wir hegen und pflegen die Pflanzen, leben in Einklang mit der Natur, mehr oder weniger. Finde ich schon bemerkenswert. Das ist angenehm. Achso, ich laufe einfach an dem orangen Punkt. Ich laufe vor dem orangen Punkt weg. Habe ich Angst vor. Ha. Aber hier ist doch nur ein Setzer. Ach so, da sitzt er, der Setzer, der Irdor. Da ist er selbst dran schuld. Ja, aber so viel Proviant haben wir nicht. Ich habe Proviant für dich. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Zeig her. Tja. Wenn ich dem jetzt das schimmelige Brot übergebe, habe ich doch bestimmt Party, oder? Ist da was? Da machen wir mal ganz fixes Schnellspeicherchen. Anders geht das nämlich nicht. Ist das dein Ernst? Quatschen wir nochmal mit dem. Ich habe Proviant für. Mir läuft schon. Und das war schon gut, Jan. Ich habe etwas Brot aufgetrieben. Das sieht irgendwie komisch aus. Soll ich es wieder mitnehmen? Nein, nein. Es wird uns schon satt machen. Wie viele Splitter hat dich das gekostet? Nichts. Moment, das hast du aber nicht von Sinda, oder? Normalerweise ist sie doch sonst nicht so spendabel. Sie hatte keinen Bedarf dafür. Komisch. Aber kann mir ja egal sein. Hauptsache, wir werden satt. Dafür, dass der Magen wieder voll wird, hast du dir meine letzten Splitter verdient. Hier. Das ist angemessen genug, oder? Die will ich gar nicht. Die wollte ich jetzt gar nicht, Irdor. Echt nicht. Aber dann, wenn du es mir aufdrängst, reicht. Das reicht, danke. Gut. Ich hätte sonst wirklich tief in die Tasche greifen müssen. Und man will ja noch was zum Leben haben. Der aber doch nicht für Schimmelbrot, verdammte Hacke. Gerade nicht. Ach so. Wer nachgibt, verliert irgendwann alles. Ich hätte ihm jetzt so gerne das gesamte Setzerbrot noch irgendwie gegeben. Du musst nicht alles glauben, was man so rum erzählt. Ach, das ist aber jetzt blöd. Ja. Richtig blöd. Naja, gut, okay. Ich denke mir meinen Teil. Atmen wir mal tief durch. Jetzt überlege ich natürlich, ob gehen wir mal zum Überlebenslehrer. Aber ich glaube, wir gucken erstmal, wie das hier aussieht, ne? Achso, nee, Gefährten ist das nicht mehr. Man muss sich nicht alles gefallen lassen. Das ist also alles in Edan, okay. Manche Typen reißen das Maul zu weit auf. So. Bist du dir da wirklich sicher? Ach. Nee. Jetzt habe ich aber das falsch aufgefragt. Wäre das nicht passiert. Nein. War das doch hier? Ich habe gehört, er wurde bestohlen. Dann war das unter Hauptmission. Die Macht der Mitte, dann... Meine Schande ist das. Auch nicht. Ey, das kann jetzt nicht sein. Ist das dein Ernst? Doch, natürlich.
Wer auf mich hört, lebt länger. Da, ich dürfe ihn natürlich gefährden. Ist doch ein Gefährtenquest. Ah, oh, entschuldigt. Tja. Meine Stiefel riechen vielleicht. Ich werde alt. Frag mich nicht, was das soll. Boah, ich möchte nicht wissen, wie deine Stiefel riechen. Ah, guckt mal, wir haben da auch ein Reed. Können wir direkt hin. Das ist gut. Haben wir uns ein bisschen was an Sohlenleder gespart. Finde ich echt angenehm. So, ist das hier oben oder ist das unten? Weil wir haben ja jetzt also diesen Aufzug repariert. Also da könnten wir eigentlich auch nochmal vorbei. Vielleicht gibt der uns ja noch was. Außer einen feuchten Händedruck und ein bisschen Spucke auf dem Ärmel. Der Eingang zum Tal der Verbannten. Dort unten müssen wir vorsichtig sein. Schließlich hat man sie nicht ohne Grund dorthin verfrachtet. Ja, das ist auch so eine Sache. Naja gut, okay. Es gibt bei euch ja keine Unschuldigen, unschuldig Verurteilten. Ist ja alles gut. Aber, ich meine, wenn du schon mal so cool drauf bist und guckst wenigstens nach, bevor du jemanden... Bemerkenswertes Land. Da, guck. Versteckte Schatulle. Ja, Licht ins Dunkel. So, mit Duras sprechen, denke ich, müssen wir mal. Ich habe Barins Versteck gefunden, oder? Wie stehen... Bleib hier stehen... Weiter. Ich habe Barins Versteck gefunden. Was genau hast du gefunden? Hier, diese Schatulle. Sie scheint Barin zu gehören. Endlich. Her damit. Da haben wir jetzt aber nochmal Glück gehabt, ne? Weil eben bei dem verschimmelten Brot, da fand er das nicht so toll. Da sind wir direkt gesunken. Und jetzt sind wir wieder gestiegen. Das ist schon mal... Puh, Mann. Was machst du jetzt damit? Das soll dich nicht weiter belasten. Ab hier werde ich den Fall wieder übernehmen. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Es wurde schon genug geredet. Aha, und wie geht's jetzt weiter? Ab hier ist für dich der Fall erledigt. Ich brauche deine Hilfe bei dieser Sache nicht mehr. Warte mal, warte mal. Ich glaube, ich komme so langsam dahinter. Tatsächlich? Dann lass mal hören. Ich würde sagen, fassen wir mal zusammen. Im Abenddämmerungslicht. Fassen wir mal zusammen. Es kommt keiner der Verdächtigen für den Mord in Frage. Ach ja? Du hast gemeinsam mit Askor die Prüfung angetreten und Gegenstand eurer Prüfung war es, einen Setzling hochzuziehen und den Setzern zu übergeben. Einer der Setzlinge ist aber verschwunden und Ragnars Liebling, Askor, ist jetzt tot. Und? Was tut das zur Sache? Ganz einfach. Du bist Askors Mörder. Was? So ein Unsinn, dafür hast du keinen Beweis. Rock sagte, Askor war der einzige von euch Setzern, der lesen konnte. Trotzdem hast du die Prüfung bestanden. Das ist doch seltsam, oder? Soweit ich weiß, war das Lesen der Anweisungen Voraussetzung für die Prüfung. Du warst zur Tatzeit in Goliath und du bist stark genug, eine Leiche zu tragen. Mehr noch, du warst schon oft am Fundort der Leiche und du trägst ein Schwert. Du wolltest auch nicht, dass ich in die Schatulle sehe, weil du genau wusstest, was drin war. Ich glaube, du hast deine Prüfung versaut, danach Askors Setzling gestohlen und ihn dann aus dem Weg geräumt. So einfach ist das. Ich warne dich. Nein, gib es auf, Duras. Du hast Askor ermordet und versuchst es jetzt irgendwie Barin in die Schuhe zu schieben. Na und? Er hat es auch nicht besser verdient. Was klaut der Mistkerl auch meine Schatulle? Das ist offensichtlich deine Sicht der Sachlage. Jetzt, wo du es weißt, was machst du jetzt damit? Ja, hatte ich nicht ganz am Anfang gesagt, der macht irgendein falsches Spiel, der Kerl? Also wir haben die Entscheidungsmöglichkeiten und da muss ich jetzt direkt mal was sagen. Ich finde das uncool, dass man vorher nicht genau feststellen kann, ob die Antwort jetzt die Kälte steigert oder senkt. Ne? Also, da, aber okay, ne? Lass ich so, wunderbar. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeiten, gar nichts. Die Tat ist nachvollziehbar oder ich werde dafür sorgen, dass du deine gerechte Strafe erhältst, du Schwein. Oder das werde ich entscheiden, wenn ich gründlich darüber nachgedacht habe. Das werde ich entscheiden, wenn ich gründlich darüber nachgedacht habe. Was gibt's denn da zu überlegen? Wie auch immer. Außer dem Gestammel einiger Idioten da draußen hast du nichts gegen mich in der Hand. Was ist denn der Schatulle? Ich sagte doch schon, das geht dich nichts mehr an. Du bist raus aus dem Fall. Du weißt jetzt, wer der Mörder ist. Begnüge dich damit. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Ragnar erwartet eine Antwort von dir. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Ragnar erwartet eine Antwort von dir. Und ich denke, das werde ich übernehmen. Was willst du?
Ich habe den Fall gelöst. Ich werde auch die Belohnung kassieren. Moment mal! Ich könnte ihm erzählen, dass der Mörder schon über alle Berge ist. Du könntest mich auch verpfeifen. Das Risiko wirst du wohl eingehen müssen. Du glaubst doch nicht, dass ich dich nach der Ansage zu ihm lasse. Dann zieh deine Waffe oder du vertraust mir. Du hast die Wahl. Na schön. Dann tu es, aber schnell. Je früher wir es hinter uns bringen, umso besser. Okay. Dann machen wir jetzt erstmal hier Ende. Also nicht mit euch. Nein. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Das will ich nämlich, egal was passiert, noch abschließen. Das ist aber jetzt, also gut, die Wendung habe ich fast erwartet. Aber ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir das überleben. Also, weil wenn der jetzt gesagt hätte, pass mal auf, Bursche, ich zieh dir deine Hammelbeine lang. Sowas wenn mit du ihm? Ray irgendwo siehst, dann gib mir Bescheid, okay? Na gut, so weit sind wir noch nicht gekommen, Ray zu sehen. Hast du Ray gesehen? Nee, der hat noch einen Auftritt in der Bar gehabt, aber bin ich nicht hingekommen. So, teleportieren wir uns mal. Wohin? Das ist die gute Frage. Warum laufe ich eigentlich zum Teleporter? Den brauchen wir doch gar nicht dafür. Ja, seht ihr mal, ich bin so durch von diesen verrückten Dingen, die hier passieren. So, hier können wir doch zu Ragnar, ne? Ja, der war doch hier irgendwo in der Hotelruine, oder? War doch Chef Disco. Ah ja. Was hat er sich nur dabei gedacht? So. Du gabst dem Krieger, du hast den Auftrag, den Mord an einem deiner Männer aufzuklären. Du gabst dem Krieger, du hast den Auftrag, den Mord an einem deiner Männer aufzuklären? So ist es. Und ich hoffe, dass er bald Ergebnisse vorweisen kann. Dieser Vorfall ist ein Verbrechen, das nicht ungesühnt bleiben darf. Er hat alle Bürger von Goliath schwer erschüttert. Der Mörder wird sein gerechtes Urteil erhalten. Ich kann dir mehr. Ich kann dir über den Mörder von Asko erzählen. Was denn? Du? Dann raus damit. Was weißt du darüber? Duras selbst ist der Mörder, oder? Die Spur ist kalt. Der Mörder ist schon über alle Berge. Oder der Drückeberger Barin war es. Also hier für die Spur ist kalt wäre eine gute Geschichte auf jeden Fall vonnöten. Ich möchte weder den Barin ans Messer liefern noch den Duras. Aber ganz ehrlich, da ich nicht mehr vorhabe, unbedingt jetzt ein Berserker zu werden, obwohl das immer noch anscheinend die beste Wahl ist, was Rüstung und Magie angeht, weil mich das halt interessiert, würde ich das Risiko eingehen, den zu belügen und Duras erstmal zu stärken. Die Spur ist kalt. Der Mörder ist schon über alle Berge. Welchen Beweis hast du dafür? Ich habe mit all deinen Verdächtigen gesprochen. Es kann keiner von ihnen gewesen sein. Ach, verdammt, ich habe schon so etwas geahnt. Und weiter? Asgore stand sehr in deiner Gunst. Jemand wollte dir offenbar schaden. An dich heranzukommen ist nicht so leicht. Da haben sie sich an deinem Schützling vergriffen. Möglicherweise war es einer der Verbannten. Vor 3 Monaten gab es viele Unruhen in der Stadt. Es war eine wahre Flut an Verbannungen, die ich aussprechen musste. Am Ende ist es meine Unachtsamkeit, die zu Askors Tod führte. Ich verdammter Narr. Ich hätte es wissen müssen. Nun, ich werde die Sache ruhen lassen. Aber wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Und danke für die Nachricht. Hier hast du was als Belohnung für die Auflösung des Falls. In einer stillen Stunde werde ich Duras fragen müssen, warum er den Fall nicht aufgeklärt bekommen hat. Ja, das wird er dir denn wohl auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise erklären müssen. Was meine Unterstützung angeht. Wir fragen erstmal, wie mache ich mich? Wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Bei den Werkern am Schlund hast du wohl jemandem keinen Gefallen getan. Zumindest höre ich nicht nur Gutes von dort. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Werkern am Schlund? Was hast du denn noch? Ach so. Was meine unterstützt. Gibt es sonst noch etwas, das ich für dich tun kann? Dir ist es richtig ernst, was? Da ich dir meine Aufgaben nicht übertragen kann, wirst du dich anderweitig nützlich machen.
Die Setzer liegen mir ständig mit irgendeinem Kram in den Ohren. Das muss aufhören. Geh und such Irdor auf. Hör dir an, was er will und kümmere dich darum. Es gibt schließlich immer was zu tun und er bildet da sicher keine Ausnahme. Schon wieder? Da. Ich habe mich um Irdor gekümmert. Und? Gab es Probleme? Nicht der Rede wert. Dann verrate mir mal, warum ich von den Setzern nur Beschwerden zu hören kriege. Nach allem, was ich raushöre, hast du ihnen irgendeinen Fraß aufgetischt. Es wird Tage dauern, bis sie wieder ihre volle Leistung bringen. Und meine Belohnung? Du? Eine Belohnung? Sei froh, dass ich dir nicht das bisschen Elixit abknöpfe, das du bei dir trägst. Verstehe. Verstehe. Wie viel Kontakt habt ihr mit den anderen Ländern? Wir wollen so wenig Kontakt wie möglich. Dennoch lässt es sich nicht immer vermeiden. Zumal wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, unsere Weltenherzen auf Magalan zu verbreiten. Da versteht es sich von selbst, dass sich die Wege aller Gemeinschaften kreuzen. Bisher seid ihr damit nicht sehr erfolgreich. Richtig, der Widerstand ist groß. Und der Fehlschlag Vox Sarkor steckt uns noch immer in den Knochen. Dabei müssen wir erfolgreich sein. Nur mit Hilfe der Weltenherzen kann diese Welt wieder geheilt werden. Sie hauchen der toten Erde wieder Leben ein. Aber anstatt, dass die anderen Gemeinschaften uns gewähren lassen, machen sie uns das Leben schwer. Wie kommst du darauf? Ich habe schon seit Wochen nichts Gutes von unseren Männern in Abessa oder Tavar gehört. Dabei habe ich ihnen extra eine schlagkräftige Eskorte zur Seite gestellt. Scheinbar war das nicht genug. Vielleicht willst du dich ja dieser Aufgabe annehmen. Sehr interessant. Wie kann ich die Weltenherzen finden? Weil ich denke, ich sehe mich nach deinen Männern in Abessa um. Wird stehen bleiben. Wer wie kann ich die Weltenherzen Quest finden? Vernehmen? Wie gesagt, eines ist in der Wüste von Tavar und eines im Hochland von Abessa. Halt in der Wüste nach einer Oase Ausschau. Um das Weltenherz in Abessa zu finden, halte ich einfach südlich der Kuppelstadt. Ja, da waren wir ja schon. Gut. Pass auf, wir nehmen jetzt hier, ich sehe mal nach deinen Männern hier und dann will ich was dafür haben. Super interessant finde ich halt, wenn wir den jetzt 50 mal Setzerbrot gebracht hätten, denke ich, wäre das Gespräch jetzt gerade ganz anders ausgegangen, weil die ja kein Fraß gekriegt hätten, sondern was Vernünftiges zu mampfen und zwar ihr geliebtes Setzerbrot. Und das finde ich schon sehr interessant. Ich dachte mir schon, da stimmt doch was nicht. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann doch kein positives Ende nehmen. Und hat's ja auch nicht. Gut, pass auf hier jetzt. Ich sehe mich nach deinen Männern in Tavar und Abessa um. Rüste dich aber vorher gut aus. Eine innere Stimme sagt mir, dass es Ärger geben wird. Gerade die Outlaws sind unberechenbar. Mach dich also auf einiges gefasst. Aha, ich bringe Ich bringe Neuigkeiten aus den Außengebieten. So, was gibt es zu berichten? Ach, stimmt. Ich bin bei Thorgal im Norden gewesen. Hat er die Situation im Griff? Ist das Weltenherz noch intakt? Der Posten könnte ein paar mehr Männer zur Bewachung vertragen, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Dann nehme ich an, es gab Verluste. Bedauerlich, aber nichts Ungewöhnliches dieser Tage. In jedem Fall danke ich dir, dass du mir Bericht erstattet hast. Nimm dies als Entschädigung. Immerhin 200 Splitter. Das finde ich cool. Guck mal da. Was meine Unterstützung angeht. Ich wollte da nochmal gucken. Ah, gut, zurück. Sehr schön. Ah, das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Irgendwie. Da muss ich also bei den Quests auf jeden Fall ein bisschen mehr aufpassen. Dann haben wir jetzt Duras. Mit dem können wir eigentlich auch nochmal kurz sprechen. Dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Ein tapferer Krieger. Das ist es, was du für mich bist. Wir werden sehen. Ich könnte jetzt dein Schwert gebrauchen. Okay, ich bin dabei. Also gut, dann los. Wie steht es um deine Kampfkraft? Weiter so. Dann werden wir siegreich sein. Ein wahrer Krieger trägt seine Waffe und seine Rüstung mit Stolz. Gut, also er ist auf jeden Fall schon mal positiv uns zugeneigt und nicht irgendwie neutral oder leicht negativ oder so. So, sehr schön. Großartig. Bei dem haben wir geendet. Und ich würde sagen, bevor wir enden, gucken wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen um. Ich denke mal, wir haben jetzt eventuell wieder ein paar mehr Optionen. Wir können eventuell noch den einen oder anderen Händler ausfindig machen und ein paar Sachen mehr wegrabbeln als nur ein paar Blümchen pflücken.
Vielleicht finden wir auf unserem Herumspazieren ja auch nochmal so eine Elixitquelle. Ach, guck mal, hier ist ein Ausgang. Okay. Hier bin ich doch durch, ne? Mit der Fackel und so. Okay, dann sind wir ja außerhalb der Stadt und da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte mal kurz noch ein bisschen das Städtchen unsicher machen. Können wir nämlich mal schauen, ob wir eventuell hier bei der blöden Kuh noch was bekommen oder so. Und außerdem muss ich dann vor der nächsten Folge, denke ich mir, mal hier kurz die ganzen Engram Points irgendwie gut schreiben, also die ganzen Lernpunkte und die Attributpunkte. Wir brauchen dringend eine Rüstung, eventuell auch ein besseres Schwert oder vielleicht sogar eine Knarre, so eine richtige Stücke Knarre. Das wäre schon was. Ah, jetzt sind wir, wie viele Folgen sind wir gestolpert? 12 oder 13 Folgen sind wir jetzt erstmal einfach so durchs Spiel gestolpert und haben tatsächlich ein paar Sachen erledigt. Hier hat sich natürlich dann auch was überschnitten und das war gar nicht so wild. Also das kommt ja manchmal vor, dass man dann unerledigte Quests in der Tasche hat oder so. Na gut, kann ja noch vorkommen, aber das war jetzt schon mal eine gute Probe, würde ich sagen. Oh, hier. Unbrauchbar ist immer gut. Unbrauchbar, unbrauchbar. Und ein guter Becher. Nee, das finde ich also jetzt wirklich hervorragend. Ich bin schwer angetan. Auch wenn mir im Moment echt so unter den Nägeln brennt. Boah, wir brauchen eine Rüstung. Wo kriege ich die her? Das ist ja wohl nicht mehr normal. Dann Werkbank. Okay, Werkbank. Ja, schön. Wo ist denn die? Dann natürlich, wir haben uns hier ja noch gar nicht umgeguckt. Also, wir wissen ja gar nicht, was hier geht. Naja, Stacheln. Und rein theoretisch könnten wir uns auch mal ein bisschen oben umschauen, oder? Sollen wir hier so die Hütte rocken lassen? So, das war quasi das Dorf mal. Weil es ist doch schon recht groß, als eines der wenigen Dörfer. Oh, ein bisschen Auskundschaft. Guck mal, hier liegt überall Elixier drum und so. Aha, Tagebuch vom Zimmermädchen. Geldbündel. Aber ich glaube, hier brauchen wir echt schon so eine Fackel, ne? Okay, der gute Becher. Geldbündel. Ja, und ich bin auch noch nicht so ganz dahinter gestiegen. Oder besser gesagt, ich habe es noch nicht verwendet, weil ich einfach war so viel um Ohren hier die ganze Zeit. Ne? Da kommst ja wirklich von Höchstchen auf Stöckchen. Aber unter den Kräutern, dieses Feuerkraut, das gibt uns dann irgendwie Feuerresistenz und all sowas. Das ist schon sehr interessant. Also da möchte ich mich auch nochmal so ein bisschen reingucken. Dass ich nicht immer wie so ein Depp dastehe, wenn es mal wieder abgeht. Und eigentlich hätte ich das denn vielleicht ganz locker lösen können, dadurch, dass ich da mal irgend so einen Trank nehme oder so. Ne? Und wie gesagt, also Rüstung, Schwert, Werkbank, das sind so die drei Dinge, die jetzt im Moment anstehen. Also alle Quests würde ich, ach guck mal hier, sogar ein Bett für uns. Aha, vergilbter Zettel. Alle anderen Sachen würde ich erstmal so ein bisschen hinten anstellen. So, jetzt würde ich mich erstmal ein bisschen um mich kümmern, ne? Denn hat ja keinen Sinn, also wenn ich alles hier Duras erledigen lassen muss und immer nur zusehe. Die meisten gehen mir auf die Nerven. Wie soll das alles nur enden? Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Die sind bestimmt unten, ne? Oder? Die Quatschköpfe. Hm. Ja, und dann eventuell noch die ein oder andere Person hier bei den Berserkern treffen, weil wir sind ja jetzt hier schon recht, ja, recht gut angesehen, möchte ich jetzt einfach mal so behaupten. Und sollten eventuell, bevor wir in die großen Lande ziehen, dann halt wirklich ein bisschen aufrüsten. Ich würde das sogar eventuell so halten, dass ich mich hier alleine umgucke, obwohl ich euch eigentlich gerne mitnehmen würde, weil ihr wollt ja eventuell auch wissen, wo was liegt und wenn ihr das guckt und eventuell spielt und so. Obwohl, dazu muss ich sagen, ist das Let's Play vielleicht gar nicht so geeignet. Da gehe ich ja gar nicht so richtig drauf ein, wo was ist. Klar, sage ich mal, hey, guck mal hier und hey, da trifft man den und ich wüsste ja noch nicht mal mehr, wo wir diesen Arx getroffen haben, ne? Also,
Kein Plan mehr. Das war an irgendeiner Bushaltestelle. Da haben wir unseren Krieger getroffen, ja. Und von daher, also, ne? Könnte ich eigentlich solche Loot-Aufgaben auch mal ohne euch erledigen? Gerade wenn es in so einem, ja, befriedeten... Oh, das hat wehgetan. Befriedeten Gebiet ist wie hier. Ich würde schon gerne mal ausprobieren, ob ich hier die Tür irgendwie kaputt kriege. Wohl eher weniger, aber ich bin noch ein bisschen doof, ne? Ja, bin ich. Oh, hier kann ich nicht durchfallen. Ach, das ist aber auch gemein. Ich will da rein! Okay, nee, dann nehmen wir hier die Magnesiumfackel nochmal. Und Action. Hier waren wir eigentlich auch schon überall. Ich probiere das auch nochmal mit den Türen und so. Zigarettenpackung. Also, das ist super interessant. Deswegen, gut, ich glaube, ich hab eine Idee. Wir machen das so. Ich laufe hier ein bisschen durch die Stadt und alles Wichtige, das zeige ich euch. Dann nehme ich euch dann wieder mit. Aber damit wir da jetzt nicht, ne, was weiß ich, 2 Folgen einfach nur durch die Stadt laufen und eigentlich nichts erleben, außer dass ich kräftig am Sammeln bin, ne, machen wir das so, würde ich sagen. Ich hole euch jedes Mal dazu, wenn irgendwas Cooles ist, wenn ich irgendwas gefunden habe. Und bis dahin würde ich sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hier, mein neuer Kumpel, Doras, ne? Sagt mal guten Tag, guten Tag. Ihr habt euch wohl, euer John D. Fool und tschüss.